Hallöchen Leute, willkommen zurück bei einem neuen Video. Und nein, ich trage kein Hütchen, das hier ist zum Locken machen. Mit diesem Teil hier und noch vielen anderen Methoden werden wir nämlich wieder versuchen, meine Haare hübsch zu machen. Das ist nämlich schon der dritte Teil von meinen Haarhacks. Wenn ihr den vierten Teil nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Idee. Vielleicht kann man ja mit diesen Haarbändern Locken machen. Die Frage ist nur, wie? Ich habe meine Haare gerade frisch gewaschen. Also ist das jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um das auszuprobieren? Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier mache. Hier hinten Haare rausziehen, Haarband hochheben und durchstecken. Das tut ganz schön weh. Immer eine Haarsträhne dazu nehmen. Ah, ich habe zu viele Haare dafür. Und was mache ich jetzt damit? Ich glaube, ich habe mir schon ca. 500 Haare ausgerissen. Und jetzt? Ich mache das gerade alles blind und ich glaube, so wird es am Ende auch aussehen. Wo stecke ich das gerade durch? Okay, ich bin fertig. Ich hoffe, das sieht halbwegs okay aus. Ich gehe jetzt schlafen und wir sehen morgen das Ergebnis. Ich glaube, wir waren noch nie so gespannt auf ein Ergebnis. Und ehrlich gesagt hatte ich noch nie so große Angst, weil das ist einfach nur ein Mess. Das hat sich über die Nacht einfach nur noch mehr verknotet. Ich weiß auch nicht wirklich, wie ich das aufmachen soll. Okay, ich glaube, ich habe hier was. Oh, oha, sogar eine Locke. Wenigstens sehe ich jetzt mal was. Kommt schon, Haare. Eine Seite ist fertig. Hier haben wir einen ziemlichen Knoten. Das sieht nicht gut aus. Oh. Oh, oh. Endlich. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen mit meinen Fingern durch. Und hier haben wir jetzt das Ergebnis. Also schon irgendwie cool, aber ich würde es nie wieder machen. Und? Let's see. Ihr habt mir noch nie so oft ein Video geschickt wie das hier. Ihre Haare sehen echt wunderschön aus. Das heißt, ich habe ziemlich hohe Erwartungen. Meine Haare sind übrigens frisch gewaschen und leicht feucht. Und das Einzige, was wir jetzt tun müssen, ist das Ganze zu einem Dutt zusammenzubinden, was bei mir manchmal relativ schwer ist, weil ich einfach so unglaublich viele Haare habe. Ich habe leider nur Scrunchies, mit denen ich das zusammenbinden kann, aber ich glaube, das ist sogar relativ gut geworden. Noch die andere Seite. Okay, aber warum ist diese Frisur eigentlich so schon ziemlich süß? Also wenn das wirklich funktioniert, dann sind das die schnellsten Locken, die ich jemals gemacht habe. Das Ganze muss ich jetzt eigentlich nur noch föhnen. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wie lange man das föhnen hätte sollen. Ich habe jetzt circa so 3 Minuten. Oh nein! Vielleicht hat es bei der anderen Seite ja ein bisschen besser geklappt. Also ich habe schon gedacht, dass es bei mir nicht so gut funktionieren wird, aber so ein bisschen gelockt sind sie ja, oder? Das war ein ziemlicher Fail, wie ihr sehen könnt. Oh nein! Aber ihr wart so lieb und habt mir ein paar Tipps gegeben, deswegen probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Meine Haare sind diesmal um einiges nasser und ich werde nicht 2, sondern ganze 4 Dutz machen. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich so viele Haare habe. Ich glaube, diesmal könnte das wirklich funktionieren. Übrigens danke, dass ihr mir immer Tipps gebt. Ich habe schon manchmal Kommentare gesehen, dass Leute denken, ich stelle mich absichtlich dumm mit meinen Haaren. Aber Leute, ich bin einfach so dumm, okay? Naja, zumindest was Haare machen angeht. Ich sprühe jetzt mal so ein bisschen Wasser drüber. Ich hoffe echt, dass sie bis morgen trocknen. Ich schaue jetzt den Song Contest, dann gehe ich schlafen und wir sehen uns morgen mit dem Ergebnis. Wenn das heute schon wieder nicht klappt, gebe ich auf. Mit diesen 4 Bömmelchen zu schlafen war übrigens nicht besonders angenehm. Und weil ich mir nicht sicher bin, ob die über die Nacht getrocknet sind, werde ich jetzt noch mal kurz föhnen. Okay, ich würde sagen, wir starten mit dem hier, weil der fällt irgendwie eh schon so halb raus. Oh, ist ein bisschen verheddert, aber ich glaube, wir haben ihn. Ist zumindest mal besser als das letzte Mal. Dann der hier. Okay, das könnte jetzt wirklich extrem gut oder extrem scheiße werden. Noch das letzte. Lockenkamm. Das ist ziemlich schwierig. Die Haare sind extrem verheddert, aber es sieht so aus, als wären das Locken, oder? Oh mein Gott, ich bin gerade so happy. Und was sagt ihr zum Ergebnis? Es hat endlich funktioniert. So einfach. Immer wieder so eindrücklich. Ich will ja nicht dramatisch sein, aber dieser Hack könnte mein Leben verändern. Ihr kennt ja diese French Braids, also diese eingeflochtenen Zöpfe. Ich finde die so schön, aber ich kann es nicht. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Ich habe irgendwie zu wenige Hände dafür. Und anscheinend gibt es einen ganz easy Hack, den wir jetzt ausprobieren werden. Dafür muss man sich erstmal so 2 Haarsträhnen nehmen. Dann die eine über die andere und sich dann mit der anderen ein bisschen mehr Haare dazu nehmen. Dann wieder drüber und das Ganze bis zum Ende wiederholen. Und ab hier sollte man einfach normal weiterflechten können. Das sieht doch voll gut aus, oder?
Ich habe meine neue Lieblingsfrisur gefunden. Anscheinend kann man sich Locken machen mit solchen Gummikäppchen, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Caro war so lieb und hat mir die geborgt. Also ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube, die sind so aus Silikon und die kann man hier so aufpoppen. Und dann wickelt man die Haare hier einfach so ein. Einfach. Und dann sollte man das hier so zumachen können. Okay, meine Strähne ist viel zu dick. Noch ein Versuch und zupoppen. Passt. Meine Haare sind übrigens noch leicht feucht. Ich hoffe, das passt so. Ich kann die übrigens leider nicht ganz bis nach oben rollen, weil sonst hätte ich leider zu wenige von diesen Käppchen. Okay, irgendwie komme ich gerade drauf, dass das gar nicht hält. Irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß leider nicht was. Das hat sehr lange gedauert. Ich mache mal schnell die andere Seite. Okay, ganz vorsichtig. Ich gebe jetzt so wie Caro eine Mütze drüber, weil sonst fliegt alles runter. Also ich werde jetzt so schlafen gehen und wir sehen uns dann morgen mit dem Ergebnis. Ich bin so froh, wenn ich diese Mütze endlich absetzen kann. Es hat tatsächlich relativ gut über die Nacht gehalten. Also das sieht schon mal nicht vielversprechend aus. Okay, jetzt bin ich aber echt mal richtig gespannt. Oh, ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Aber wer weiß, vielleicht sieht es noch ganz schön aus, wenn ich es dann ausbürste. Es war übrigens nicht mal so unbequem, mit denen zu schlafen. Nur ein bisschen warm wegen der Mütze. Eine Seite ist fertig und die andere. Ich bürste das mal ganz leicht durch. Und hier ist das Ergebnis. Also besonders schöne Locken sind es jetzt nicht, oder? Ich weiß, es ist schon spät, aber ich habe morgen Geburtstag und ich brauche unbedingt schöne Haare. Deswegen machen wir jetzt Sockenlocken. Also Socken aus Locken aus Socken. Ja, ich bin ein bisschen dumm. Einfach ignorieren. Das Coole dabei ist, eine Socke hat ja wirklich jeder zu Hause. Und alles, was man hier tun muss, ist sich immer wieder mehr Haare dazu nehmen und das Ganze dann um die Socke drum herum wickeln. Und wenn ihr wollt, dass die Locken besonders schön werden, dann verwendet unbedingt Pinguinsocken. Kleiner Witz. Hoffentlich bekomme ich morgen irgendwelche Pinguingeschenke. Und wenn man jetzt am Ende angekommen ist, sollte man das eigentlich hier zusammenknoten können. Also das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Noch die andere Seite. Hoffen wir mal, das wird gut. Wenn nicht, ist mein Geburtstag versaut. Naja, ich gehe dann mal schlafen. Wir sehen uns morgen an meinem Geburtstag mit dem Ergebnis. It's my birthday. It's my birthday. Ich habe Geburtstag, also hoffen wir mal, dass die Haare schön geworden sind. Wenn die jetzt hässlich sind, muss ich meine Haare nochmal waschen oder alles nochmal glätten. Aber das sieht doch eigentlich schon mal relativ okay aus, oder? Probieren wir das jetzt vorsichtig aufzumachen. Und ich dachte mir, weil ich heute Geburtstag habe, darf ich mir eigentlich was von euch wünschen, oder? Das sieht interessant aus. Und da fehlen mir nur noch 46.000 Follower, bis ich die 500.000 auf Instagram geknackt habe. Und ich weiß, Instagram voll nervig, aber heute ist mein Geburtstag, okay? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir heute noch die 500.000 knacken. Aber vielleicht irgendwann. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Aber wirklich nur, wenn ihr Bock habt. Und ich bin jetzt eigentlich fast fertig mit den Haaren. Noch die letzte Socke rausziehen. Ach Mann, ich dachte, das wird jetzt richtig satisfying. Ich gehe noch ein bisschen mit meinen Fingern da durch. Und ich glaube, das sind die schönsten Locken, die ich jemals hatte. Oh mein Gott, ich habe so ein Glück. Es ist Filmfreitag und ich schminke heute keinen Look. Heute mache ich mal ein bisschen was anderes. Und zwar mache ich mir Filmhaare. Besser gesagt Disney-Prinzessinnenhaare. Mir ist nämlich aufgefallen, dass voll viele Prinzessinnen so einen voll schönen Bun haben. Cinderella natürlich. Aber die Frisur von Belle finde ich am allerschönsten. Und genau das machen wir jetzt. Mit einer Socke. Die Socke muss jetzt geopfert werden, die war eh schon alt. Und ich habe den zweiten nicht mehr gefunden. Und jetzt rollen wir die, bis wir das hier haben. Einen kleinen Donut. Dann nehme ich mir von hier hinten ein paar Haare. Okay, Leute, jetzt wird's knifflig, weil meine Haare irgendwie so hoch sind. Oh mein Gott. Also irgendwie habe ich mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Ziehen. Ziehen. Okay, besser. Jetzt muss ich noch irgendwie meine Bangs befestigen. Dann noch ein bisschen aufhübschen und... Das sind die fertigen Disney-Haare. Ich würde sagen, es ist ganz okay, aber Friseurin werde ich keine mehr. Sehe ich da richtig? Sie macht Locken mit Alufolie? Ihr wisst, was das bedeutet. Ich habe bei ihr leider kein Tutorial gefunden, deswegen macht es einfach so, wie ich es glaube. Und so bastel ich mir erstmal so Alufolie-Nudeln. Und um die herum wickel ich so meine Haare. Und dann sollte ich das ja so irgendwie verschließen können oder zu so einem Ball. Ja, ich versuche so kleine Stücke wie möglich zu verwenden, weil irgendwie ist das voll die Verschwendung, oder? Oder habt ihr vielleicht irgendwie eine Idee, wie ich die wiederverwenden könnte? Wenn ihr wüsstet, wie anstrengend das ist! Ich kann nicht mehr. Nur zur Info, meine Haare sind übrigens gerade leicht feucht. Erste Seite fertig. Also irgendwie sieht das ja so ein bisschen falsch aus und ich habe eine halbe Stunde dafür gebraucht. Ich gehe jetzt mit der Alufolie schlafen und wir sehen uns morgen mit dem Ergebnis. Also wenn das jetzt nicht schön aussieht, bin ich echt sauer, weil es war schrecklich, damit zu schlafen. Zusätzlich zu den Schmerzen hat es auch noch die ganze Nacht
geraschelt. Ich würde sagen, ich starte mal hier unten. Ich hoffe, das geht wenigstens relativ einfach auf. Oh, bitte sehr schön. Naja. Aber es ist zumindest mal keine volle Katastrophe, also das ist mal gut. Ich glaube, die könnte ganz schön werden. Genau so wollte ich das eigentlich. Also bislang sind das so ein bisschen Mozartlocken. Ich bin gespannt, wie mein Pony aussieht. Wunderschön. Und fertig. Also jetzt gerade sieht es noch so aus wie so Spiralnudeln. Aber ich werde jetzt noch so ein bisschen mit meinen Fingern durchgehen. Oh oh. Oh mein Gott, es wird immer wilder. Ach du heilige Makrele. Ich mache mir jetzt wieder Locken, aber diesmal habe ich meine eigene Idee. Ich hatte nämlich irgendwie einen Geistesblitz und wir müssen jetzt Locken mit einer Strumpfhose machen. Wartet jetzt einfach ab, das wird richtig gut. Zuerst kommt der Mumu-Teil mal hier auf meinen Kopf drauf und am besten festspangeln. Und dann wickle ich das eigentlich so wie immer um das Strumpfhosenbein herum. Also immer wickeln, neue Strähnen dazu, wickeln und so weiter. Richtig schön fest. Nach oben drehen und zuknoten. Das Ganze wiederholen wir natürlich auf der anderen Seite. So, und hoffe mal, mein kleiner Trick funktioniert jetzt überhaupt. Und so habe ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn man jetzt diesen Teil hier nehmen könnte und nochmal so über alles drüber stülpt. Oh, okay. Also irgendwie hat das in meinem Kopf vorhin mehr Sinn ergeben. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen und vielleicht ist ja das Ergebnis gut. Ich bin echt gespannt auf das Ergebnis von meiner Lockenmethode. Ich muss vorab aber mal sagen, das hat echt gut über die Nacht gehalten. War aber natürlich ein bisschen unangenehm. Ich habe das so fest zugeknotet, ich hoffe, ich kriege das überhaupt irgendwie auf. Okay, ich glaube, es öffnet sich. Holen wir die Haare mal raus. Ich glaube, das könnte echt gut sein. Oh, noch die letzte Strähne. Oh, okay, hier oben ist vielleicht ein bisschen grob. Obwohl, also ich will euch zu früh sprechen, aber das könnte echt meine neue Lieblingslockenmethode werden. Falls ihr das auch macht, achtet darauf, dass eure Haare nicht zu nass sind, also nur ganz, ganz leicht feucht, weil die Haare können da drinnen nicht wirklich trocknen. Und die Bangs sind vielleicht ein bisschen komisch, aber wie findet ihr sonst das Ergebnis? Probiert es auch, ich will eure Videos sehen. Na, welche Lockenmethode fandet ihr am coolsten? Nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr Teil 4 von meinen Haarhacks nicht verpasst. Da sind nämlich echt ein paar Verrückte dabei. Tschüss! We'll be right back.